etwas, was die Herzen höher schlagen lässt. Wenn es Freitag wird und die Woche war sehr gestresst, da geht so manche Scheunentüre auf, die Glühlampe steht bereit. Endlich wieder Bulldog-Treffenzeit. Der Klang, der durch die Kolben geht, das Geräusch, wenn sich das Schwungrad dreht. Bulldog-Freunde sind alles feine Leute. Denn der Klang, der durch die Kolben geht und das Geräusch, wenn sich das Schwungrad dreht, macht den Bulldog-Freunden die allergrößte Freude. Noch mehr Bulldog wieder vorne, Männer. Dann kurbel dann hoch. Er kurbel noch. Er kurbel noch. Weil es kommt, er kurbel noch. Ja, und beim Heng oder beim Rückwärts über der Auffahrt auf die Rhein. Ja, Bulldog kann der Röbeckferle bleiben. Ja, ob beim Schwadern oder beim Silieren. Ist gar nicht mehr, was passiert. Damit nichts passiert, damit nichts passiert. Da brauchst du einen Bulldog-Fahrer, der das Ganze dirigiert. Da brauchst du einen Bulldog-Fahrer, ja, der sein Handwerk hat. Da brauchst du einen Bulldog-Fahrer, und ihm bist du immer froh. Da brauchst du einen Bulldog-Fahrer, ja, der sein Handwerk hat. Da brauchst du einen Bulldog-Fahrer, und ihm bist du immer froh. Ja, ob ein Holz traust oder beim Spalten, ist ja schon unangenehme, unangenehme Gewalten. Ja, ob ein Reifenwechsel oder beim Abschmieren, ist gar nicht mehr, was passiert. Damit nichts passiert, damit nichts passiert. Da brauchst du einen Bulldog-Fahrer, der das Ganze dirigiert. Da brauchst du einen Bulldog-Fahrer, ja, der sein Handwerk hat. Brauchst du einen Bulldog-Fahrer und ihm bist du immer froh. Da brauchst du einen Bulldog-Fahrer, ja, der sein Handwerk hat. Da brauchst du einen Bulldog-Fahrer.